aufrichtig gesagt, ich habe großes Heimweh. Und ich muss ab und zu noch nach Hause kommen hier. Denn hier habe ich Nord, wo ich geboren bin. Hier fühle ich mich auch zu Hause. In Deutschland, wir sind tatsächlich gut aufgenommen, das muss ich sagen. Wir bekommen Geld, das wir tatsächlich nicht erarbeitet haben. Wir bekommen zum Essen, bekommen Kleider, wir bekommen Wohnung, es ist alles gut. Aber für mich zum Beispiel ist der Ort, wo ich geboren bin. Dann bleibe ich 4, 5, 6 Wochen in Deutschland, dann bekomme ich das Heimweh. Und dann muss ich herkommen. Ich war in Herzbruck beim Herrn Dr. Link wegen meinem Heimweh und habe ihn gefragt, Herr Doktor, ob es nicht ein Medikament gibt dafür, dass ich mich beruhige, dass ich mich da anschließen kann. Er hat mir gesagt, das muss ich selbst überkraften. Es gibt kein Medikament dafür. Da bin ich immer in Herzbruck zum Herrn Dr. Reichel gegangen. Dasselbe hat er mir gesagt. Und ich muss ab und zu noch zurückkommen. Ich kann es nicht überkraften. Nach Sturz von Ceausescu haben diese jetzigen sogar versucht, die Volksdeutschen, also die Sachsen, zu überreden, hier zu bleiben. Aber das Volk war schon so entmutet und so erschrocken, wie das Tor aufgegangen ist. Da ist alles zum Tor hinaus und nach Deutschland. Und ich war, es können jetzt 2 Monate sein, bin ich gewesen da in Nürnberg bei einer Tankstelle. Da war ein Auto und in einem Autohaus, wo alte Auto verkauft werden. Und ich habe mir da angesehen, so die Preise. Neugierig auf die Preise. Da kommt einer und fragt mich, war ein älterer Mann, so 60, 65 Jahre. Er sieht mich an, sagt er, von wo bist du? Der hat wahrscheinlich der Kleidung nachgesehen. Sag ich, von Rumänien. Du bist auch ein solcher, der was gekommen ist, die Deutschen sollen ihm die Rente geben. Und das deutsche Brot fressen. Ich habe nicht geantwortet und bin meines Wegs gegangen. Hier in meinem Haus ist auch ein Versteck, wo sich Leute verstecken können und versteckt haben. Zum Beispiel, ich habe mich da versteckt. 1945, wie ich aus Deutschland gekommen bin, da bin ich ja verfolgt worden. Und die Polizei soll mich nicht schnappen können, da bin ich bei Tag, bei Nacht, wie es sich ergeben hat, wenn ich die Polizei gemerkt habe oder gehört habe, dass die Polizei im Dorf ist, da bin ich in den Schlupfwinkel. Das Versteck herein. Das Versteck hatte ich vom Aufboden 2 Bretter nicht angenagelt. Und bei den 2 Brettern so unter dem Dach, da bin ich dann herein. Und das war auf dem Backofen, wo man das Brot heute backt. Und damit ich nicht erfriere da und nicht friere,
hat man in den Backofen Feuer gemacht, damit die Wölbung vom Backofen warm wurde. Und dann bin ich auf den Ziegeln gelegen, auf dem Backofen, auf dem Warmen. Die Religion, die Kirche ist für meine Seele eine Beruhigung. Eine Beruhigung insoweit, dass ich nicht mit schlechten Taten vorgehe. Zum Beispiel mit Schlägerei, mit Stehlerei, mit Betrügerei. Die Kirche, die lernt, das soll man nicht machen. Hier auf dieser Stelle saßen immer die ältesten Männer des Dorfes. Hier. Auf der anderen Seite, da drüben, da saß der Herr Pfarrer. Hier waren vier Bänke. Hier saßen die Mädchen nach der Konfirmation, bis sie zur Heirat kamen. Die Burschen, die saßen da oben. Da ist die Orgel. War die Orgel. Da war die Orgel, die ist nicht mehr. 1990, unser Herr Bischof Christoph Klein und Herr Pfarrer Ignaz Schlattner an einem Sonntag hier gekommen in die Kirche. Und ich als Kirchenvertreter war auch dabei hier. Und hier an dieser Stelle sahen sie sich den Altar an, sahen sich die Orgel an und besprachen sich hier, die Orgel ist eine schöne Orgel, die was viel Geld bringen kann. Und sie besprachen sich, die Orgel zu verkaufen. Ich sagte als Kirchenvertreter, als Gemeindevertreter, sagte ich, ich bin nicht dafür, die Orgel soll verkauft werden. Vor 18 Jahren, da war er ein junger Anfänger und hat mir das gemacht. Wunderbar. Ich bin sehr zufrieden gewesen. Aber jetzt habe ich ihm gesagt, mit diesem, er soll machen, wie er will. Aber es muss anders herauskommen. Und jetzt muss ich hier neben ihm stehen, damit sie mir nicht eine Arbeit zusammenputzen da. Und dann fährt er weg und ich bleibe mit der. Jetzt ist das ein paar Tage gestanden, getrocknet und jetzt braucht es mitten gespritzt. Und von neuem werde ich dann auch die Türen, die Fenster, die Läden an, Fenster, Jalousien, alles streichen lassen.
Ich benutze es nicht mehr viel, aber es ist das Elternhaus und ich kann es nicht lassen. Es ist das Elternhaus und ich kann es nicht lassen. Das soll zugrunde gehen. Obwohl, ich weiß, ich schon das Alter. In 2 Wochen habe ich die 70 Jahre hinter mir. Wer weiß, wie lange es noch mit mir dauert. Aber solange ich lebe, werde ich das Elternhaus besorgen. Am Friedhof waren wir, die Gräber, die habe ich auch besorgt. Denn hier ist der Ort, wo ich geboren bin. Und diesen will ich bewahren, solange ich lebe. Jetzt werden wir schon geachtet. Sie schauen, was weggeht.